So, liebe Leute, ich bin hier beim ESB, die gelbe Tonne kommt. Und hier bei mir, Gisbert Jacobs, der ESB-Leiter, der mir vielleicht kurz erklärt, was hat das mit der gelben Tonne auf sich? Die gelbe Tonne ist die Alternative zum gelben Sack. Sie wird in Bocholt ab September ausgeliefert und die Bürger können dann alles das, was bisher in den gelben Sack eingeworfen wurde, in die Tonne geben. War das so gewollt von den Leuten? Also in Bocholt haben wir eine Stimmung festgestellt, dass die gelben Säcke immer weniger beliebt waren und wir rechnen damit, dass etwa 80% der Bocholter und Bocholterinnen lieber eine Tonne haben als einen Sack. Was passiert dann mit den ganzen gelben Säcken, die noch im Umlauf sind? Also die gelben Säcke können noch weiter genutzt werden, falls man mal Übermengen hat nach einer Party oder nach Weihnachten und kann diese befüllten gelben Säcke dann zusätzlich zur gelben Tonne nutzen und sie am Wertstoffhof abgeben. Ich habe mal in der Statistik gesehen, ich glaube, die haben sie selbst veröffentlicht, 45 oder 42 Millionen gelbe Säcke sind ausgeliefert worden, aber nur 25 Millionen sind zurückgekommen. Da sind ja noch 17 Millionen verlustig sozusagen. Ja, der Einsatz der gelben Säcke in Bocholt war sehr vielfältig. Er wurde nicht nur zum Sammeln von Verpackungen genutzt, sondern manche haben damit auch Grünabfälle gesammelt zum Beispiel oder Altkleider, haben ihre Kissen im Keller darin gelagert, haben ihren Fahrradsattel damit geschützt oder bei einer Regenveranstaltung den gelben Sack über den Körper gezogen. Ja, also da verstehe ich überhaupt nicht, warum man den gelben Sack nicht mehr haben will. Der ist doch viel besser als die Tonne, oder? Wir kümmern uns um die abfallwirtschaftlichen Themen und da ist es einfach so, dass die gelbe Tonne komfortabler ist und halt von der Mehrheit gewünscht wird. Wenn ich Sie jetzt richtig verstehe, dann wird die ab September ausgeliefert, das heißt, sie wird auch ab September abgeholt. Genau. Wir liefern automatisch aus. Also die Bürger sind jetzt nicht gezwungen zu handeln. Jeder bekommt für eine Restmülltonne, die er auf seinem Grundstück hat, eine gelbe Tonne. Und das ist dann ein einfaches Prinzip. Wer davon abweichend eine kleine Tonne haben möchte oder gar keine Tonne haben möchte, der kann sich über Online-Formulare, über eine Mailadresse an uns wenden und dann finden wir da Möglichkeiten, es dem Bürger recht zu machen. Ist das teurer für den Bürger? Die ganze Entsorgung der Verpackungen ist bereits mitbezahlt beim Einkauf des Joghurtbechers oder der Shampooflasche. Und insofern ist es für den Bürger egal, ob er wie geplant jetzt gelbe Tonnen nutzt oder ob er in Zukunft weiter gelbe Säcke benutzt. Diese muss er aber dann zum Wertstoffhof bringen. Alles klar. Tja, dann Leute, ab in die Tonne mit dem Verpackungsmüll. Bis dann. Tschüss.